Zeit. Sie will eine Entschuldigung. Alice. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Versprengte? Willst du es probieren? Bist du sicher? Why not, no? Bin heute großzügig. Why not? Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihrem... Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Shit. Um den Fall der Kugel auszugleichen. Erwischt. Ich mag das Teil. Noch zwei. Was springt sie? Sondern das ist nur ein Runner, oder? Du hast Talent. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Lol. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Ich sehe nix. Oder meinte da unten? Ach so. Du hast Talent. Was dachtest du denn? Wunderbar. Ich zähle noch drei. Ah, da. Lass dir Zeit. Du lernst echt schnell. Ja. Ich sehe noch zwei. Wo guckt er denn noch überall? Ich sehe nämlich gar keinen mehr, Junge. Ah. Gut gemacht. Wo soll denn da noch einer sein? Oh. Hä, wo ist denn da noch einer? Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes... Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Na bitte, ich sehe noch zwei. Erwischt. Ich mag das Teil. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel aus. Ich bin beeindruckt. Geht doch. Sieht gut aus. Waren die da auch schon gerade so oben links irgendwie, oder? Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Nee.
Ach so, oder irgendwie, ah, da oben. Okay, man muss jetzt hier brutal hochziehen. Lass dir Zeit. Hm. Keine Eile. Du kriegst das raus. Du hast Talent. Drei noch. Was dachtest du denn? Wunderbar. Da sind noch ein paar. Oh, komm schon. Versuch's nochmal. Hä? Ach komm. Der Herbst liegt in der Luft. Der Duft von trockenem Laub. Du lernst echt schnell. Ja. Hat dir gedacht, dass ich den Bogen raus hatte? Physik ist der Wahnsinn, was? Geht gut doch. Gemacht. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Hm? Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Hier liegt nicht noch zufällig irgendwas Schönes rum. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Hm. Sind die hier ab und an noch, oder? Warum steht hier so viel rum noch? Das ist also so Becher, Gläser, wie auch immer. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Meldet euch immer freiwillig für diese Patrouille. Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Hm, Magie. Boah, Digga, Snee. Steht nichts Wichtiges, glaube ich. Eugene und Mike, alles okay. Mike ist ein großartiger Mensch. Er bedroht mich nicht mit der Waffe, damit ich das schreibe. Na gut, dann ab zu Joel. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus.
Krass, dass du es nur so überfliegst. Einiges der wichtigsten Sachen im Spiel. Ja. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, also schon fett. Du bist witzig. Hat er das extra gelesen? Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Ja. Warum haben die sich die Stadt hier nicht eigentlich immer richtig abgesichert? Wäre es nicht auch ganz gut gewesen so? Hier können wir nicht lang, oder? Was? Na. Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Okay. Könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht! Yep. Ich bin durch! Moment! Okay. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Apropos Essen. Ich glaube, ich muss gleich auch mal eine Futterpause einlegen, du. Ist ja auch schon ein bisschen später, ne? Ist eigentlich geplant, schon viel früher eine Pause hier zu machen, um zu speisen. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Wie hat er jetzt eigentlich begründet, dass wir es weiterhin geheim halten müssen? Ich hatte ja schon mal eine Theorie. Recht komplex. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, aber... irgendwann einen Fehler machen. Warten wir mal ab. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Wir natürlich einfach gesagt haben, yo, die Fireflies wollten nicht, dass wir das weiter sagen. Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht.
Hallo. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst wirken, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Hier lang. Sind Teenager verschwunden? Ellie, komm. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. War's knapp. Boah, das ist eher nur okay. Nice. Das war's wirklich, ne? Okay. Joe, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Du auch. Also... Was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Was ist das denn? Ah, okay. Oh shit. Oh scheiße, da sind noch mehr.
Ich dachte, das wäre schon die Animation, dass ich sterbe. Junge. Los. Ja, shit. Das war zu knapp. Ja. Aber wir haben es geschafft. Haben wir. Alles klar? Außer, dass ich echt alt bin? Nicht, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Ich will hier raus. Was machst du da? Was für ein A2 Bloaterlauer? Ah, shit, wir könnten auch... Das Medpack nicht benutzen sollen. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie Bloater hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Wir sind zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ah, ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Werden wir nicht. Ja, ab durch da. Kannst du dich da durchzwingen? Siehst du, was da ist? Ja. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa?
Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm.